Willkommen zurück zu Monkey Island oder zu Return to Monkey Island. Und als ich das Spiel gerade geladen habe, hat Papa gefragt, weißt du noch, wo wir waren? Und das finde ich doch ganz nett. Soll uns doch mal erinnern, wo wir eigentlich waren. Ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Okay, ich war hinter dem Geheimnis von Monkey Island her. Und ich beschloss, dass der einfachste Weg zur Insel darin bestand, mich in der Mannschaft von LeChucks Schiff anzumelden. Irgendwann würde ich eine Meuterei anzetteln. Es gab zwei Probleme. Ich brauchte einen Mob, um den Job zu bekommen, und sie wussten, wer ich war. Nun zurück zur Geschichte. Genau, Mob und Maske brauchen wir so. Und ich habe mir nochmal direkt nachdem ich letztes Mal die Session beendet habe, Gedanken über diese Karte gemacht. Und ich denke, es ist natürlich viel einfacher, als ich das ausprobiert habe. Ich habe nämlich gedacht, diese Karte. Schauen wir mal. Ich habe gedacht, das will mir sagen rechts und geradeaus und dann rechts und geradeaus. Aber nein, ich glaube, das will mir einfach sagen. Geh den Weg, wo diese Pflanze steht. Und dann kommst du bei dem Weg raus, wo diese Pflanze steht. Und dann gehst du wieder den Weg, wo die Fleischfressenpflanze steht und kommst bei den Lila-Blumen raus. Diese Theorie würde ich jetzt gerne einmal ausprobieren. Also, wir gehen bei der fleischfressenden Pflanze lang und kommen bei der Lila-Blume raus. Ja, es ist soweit so richtig. Dann gehen wir fleischfressende Pflanze, Lila-Blume, fleischfressende Pflanze, Lila-Blume, fleischfressende Pflanze, fleischfressende Pflanze. Okay, fleischfressende Pflanze, Lila-Blume, fleischfressende Pflanze. Lila Blume, weißt du was, eine Pflanze? Okay, ja, ich habe einfach zu kompliziert gedacht. Es war tatsächlich sehr viel einfacher. Aber es ist auch verwirrend, dass man eine Karte so zeichnet, dass sie gar nicht topologisch korrekt ist. Das heißt, jetzt haben wir Pilze. Plus, was mich verwirrt hat, dass man eben auch die Eingangspflanze da hat. Deswegen dachte ich, die zweite Pflanze hat irgendeine extra Bedeutung. Aber nein, es ist einfach nur Folge der markierten Pflanze. Was habe ich gesagt? Pilze, dann Blume, dann Pilze, dann Fleisch. Pilze, Blume, Pilze, Fleisch. Pilze. Blume. Pilze. Fleisch. Ha, das. Das hätte ich auch schneller hinkriegen können. Aber na gut. Hey, der Eichhörnchenbaum. Fröhliches Eichhörnchen. Oh. Hey, kleiner Bursche. So viele Eichhörnchen. Das muss er sein. Winziges Reh. Es ist, als gäbe es ein Empfangskomitee. Der Baum, aus dem Mobs gemacht werden. Passt auf eure Mama auf, kleine stachelige Kinder. Ja, die niedlichen Igel. Sonst noch irgendwas hier? Ah, hier kommen wir wieder raus. Das ist wahrscheinlich der Abkürzungsweg, um nach Hause zu kommen. Wow! Die charakteristische Form verrät mir, dass es sich um den seltenen, vom Aussterben bedrohten Mealy Island Mobstielbaum handelt. Okay, haben wir was, um ihn zu schälen? Ein Messer vielleicht? Warum hat er da jetzt so lange hantiert? Zur Hölle machst du da, Guybrush? Also wenn das nicht der beste Mobstil wird, den die Karibik hier gesehen hat, dann... Oh, er hat den ganzen Baum gefällt. Eine weitere Ressource hat mich bei der Verwirklichung meiner persönlichen Ziele tatkräftig unterstützt. Dafür ist... Hey, kleines Reh! Ich muss sie aufgeschreckt haben, als ich geschnitzt habe. Manche Tiere sind ziemlich scheu. Ich muss sie aufgeschreckt haben, als ich geschnitzt habe. Manche Tiere sind ziemlich scheu. Okay. Kann ich das Reh jagen? Ah. Schnell die übliche, kann sich hier irgendwas kombinieren, Methode. Ja, die Augenklappe habe ich noch gar nicht ausprobiert. Klassisch und subtil. Wie ich, aber ich muss die jetzt nicht tragen. Kann ich mich damit verkleiden, dass sie mich nicht erkennen? Oder wofür ist die da? Na, auf jeden Fall nicht kombinierbar. Die Cracker zählen. Ich habe genug, um mich zu versorgen. Sehr interessant. Pirate Times Redakteur Conrad Lee.
bereit, ihr unerkanntes Genie zu veröffentlichen. Okay, dann würde ich sagen, wir haben den Nobstiel also raus aus dem Wald. Ich nehme eine Abkürzung zurück. Genau, das dachte ich mir doch. Spitzenabkürzung. Mit einem Mobstiel können wir jetzt einen Mob machen. Den Mob herstellen. Geht das jetzt beim Koch oder... Und ich wollte auch immer noch einen Weg in das Zimmer reinfinden. Dafür brauchte ich aber irgendwie irgendwas, um das Fenster aufzubrechen. Na gut, wir gehen mal in die Docks zur Scamba. Und schauen mal, ob wir hier einen Mob herstellen können. Viel zu tun? Ja. Viel zu tun? Ja. Okay. Können wir nicht. Uns fehlt aber halt auch einfach irgendwas, was wir als Mob-Kopf vorne dran machen können. Als den Wischteil. Er wird sich nie wieder beschweren. Ja, wir können einfach mit seinem Mob fliehen. Moment mal, warum haben wir dann überhaupt einen geschnitzt? Es ist der alte Mob des Kochs, aus dem ein Stück herausgeschnitten wurde. Kann ich den kaputt machen? Nein. Ja, so hab ich ja... Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Das klingt für mich nicht gerade nach Piraterie. Tja, Hey! Hände weg von meinem Mob! Okay. Yo-ho. Gab auf jeden Fall ein Achievement dafür. Einen Erfolg. Ich den Mob nochmal nehme. Kann ich den ins Feuer werfen? Nein. Kann ich was anderes ins Feuer werfen? Ich glaube, ich habe schon so ziemlich alles mit dem Feuer probiert. Die Karte brauche ich ja jetzt nicht mehr. Nee, na gut. Oh, eine schicke Kerze. Hausmeister, wenn Sie meinen Kellner sehen, sagen Sie ihm, er soll sich ein bisschen beeilen. Ich bin total ausgehungert. Kann ich die Kerze säbeln? Nein. Und den Mob an der Kerze entzünden? Nein. Ich bin gerade beschäftigt. Die Augenklappe aufsetzen? Ach, ich dachte, um mich jetzt zu tarnen. Na gut. Dem Kerl die Visitenkarte geben? Nein. Tja. Ah, und ich habe übrigens nachgeschaut, wie es mit dem Quizbuch funktioniert. Und ich sollte möglichst alle Fragen beantworten, denn wenn ich sie falsch beantworte, taucht die Karte einfach irgendwann wieder auf. Das heißt, wir beantworten jetzt mal die zwei Fragen, die wir noch offen haben. Und wenn wir zu viele unbeantwortete Karten haben, dann tauchen keine neuen in der Welt auf. Also Stans Buchhalter. Ed, Fred, Ned, Ted, das klingt nach Maniac Mansion, da hießen die alle so. Der verrückte Ed Edison, sein Cousin Fred, der linkshändige Ned und der rechtshändige Ted oder so ähnlich. Stans Buchhalter, ich denke mal, der hieß Ted. Nope. Und in der Sackgasse auf Terror Island. Terror Island, ich kann mich an Terror Island überhaupt nicht erinnern. Ich denke nicht, dass Terror Island Affen hat. Schiefe Bäume, vielleicht Piranhas, na. Gruselige Statue, ja, das könnte sein. Das ist, wenn das der Vierer ist, möglicherweise könnte das eine Statue sein von diesem australischen Investor. Nope, auch falsch. Und sonst haben wir keine mehr. Na gut. Also, ich muss wohl die alten Teile nochmal spielen. Hey, wer ist denn hier gestorben? Schöne Hutnadel. Es ist das Emblem eines Geheimbundes, dem ich angehöre. Wirklich? Mach dich nicht lächerlich. Okay, also wenn ich rausgehe, erwischt mich der Koch. Aber ich kann grundsätzlich mit dem Mob hierher. Warum will ich das? Was will ich überhaupt mit seinem Mob? Ich will ihn eigentlich nur zerlegen. Kann ich aber nicht.
kommt mir viel vor, aber okay. Auf der Tafel steht, zum Gedenken an die luminösen Möwen von einst. Ich erinnere mich an diesen Gestank, als wäre es gestern gewesen. Kann ich ihm mit seiner Suppe noch irgendwie helfen? Das ist Carlas Exemplar von Zutaten von Barbie Leflay. 3 Teelöffel in einem Esslöffel? Erinnere mich daran, nie wieder hier zu essen. Hey, den kannst du nicht mitnehmen. Mach dir deinen eigenen. Also, wo war ich? Muss ich es wirklich so oft salzen? Sieht aus wie ein Fahndungsfoto. Moment mal, ich kann das Bild stehlen. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ranzige Lebensmittel. Das Essen ist spannender, wenn du das Risiko riechen kannst. Das ist der Koch. Aber ist hier unten nicht auch irgendwas am Ofen? Mach mal weg, Freund. Kommt gut voran. Angenehm glühend heiß. Angenehm glühend heiß. Was zur Hölle? Okay, wenn ich den Mob nehme und mich in die Nähe des Herds stelle. Angenehm glühend heiß. Naja, geht naja, wahrscheinlich. Okay. Stellt er sich einfach über mich. Oh, ist ja unglaublich frech. Okay, ich weiß nicht, wo man das stehen kann. Aber es wird vielleicht... Er ist mit ekligem Wasser gefüllt. Wird sich vielleicht noch ergeben. 16 Tassen in einer Galone. Ein Bild ist auch nicht schlecht. Das Bild bewundern. Es ist zerrissen und hässlich, aber auf seltsame Weise fesselnd. Kann ich mir eine Maske daraus machen? So viel zu tun. Ich das... Okay, nee, wahrscheinlich nicht. Na gut, ich habe ein Bild geklaut. Auch gut. Kann ich das Bild ins Feuer werfen? Okay, ich gebe zu, ich hänge ein bisschen, wie ich denn den Mob herstelle. Aber ich habe auch noch die Augen, glaube ich, mal mit. Sieh nicht hin, aber ich glaube, du hast einen Blutegel am Kinn. Zisch ab! Ich würde mal probieren, ob mich die Quartiermeisterin erkennt, wenn ich die Augenklappe aufsetze. Expedition zur sagenumwobenen Monkey Island. Crewposition verfügbar. Ja, okay. Threepwood, versuchst du mich mit einer Augenklappe zu täuschen? Das ist die schlechteste Verkleidung, die ich je gesehen habe. Nein, natürlich nicht. Ich habe nur ein kleines Problem mit den Augen. Blepharospasmus. Versuch es mit Cashews. Vielleicht fehlt es dir an Magnesium oder an Verstand. Verflixt, ich dachte, dieses Ding sollte magisch sein. Ich muss etwas vergessen haben. Ja, ich habe wohl irgendwas vergessen. Magische Augenklappe. Hat mir der Typ erklärt, wie die funktioniert? Hat er bestimmt, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Lass zuerst diese Augenklappe ab. Also die Augenklappe an sich ist noch nicht völlig falsch. Hey, pass auf! Noch nicht völlig falsch, aber es fehlt noch irgendeine Zutat. Gesucht. Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung der Person oder Personen führen, die den historischen Mobbaum zerstört haben. Hey! Ich werde die Augen offen halten. Ich weiß, wer das ist. Da kleben wir doch gleich mal dieses Bild drüber. Nein, noch geht. Von mir aus. Abreißen kann ich es auch nicht, ja? Na gut. Hallo nochmal. Diese neuen Piratenanführer sind echte Idioten. Sie haben mich ausgelacht und wollen meine Expedition nicht finanzieren. Warum hast du mich nicht gewarnt? Hättest du zugehört? Natürlich. Okay. Nein, wahrscheinlich nicht. Meine Hände wärmen. Oh. Okay. Also. Mal kurz überlegen. Ich schaue nochmal in der Werft vorbei. Das Vermögen dieser Einrichtung wurde beschlagnahmt, um eine Sammelklage beizulegen. Schönen Tag noch. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt und es ist sehr dunkel da drin. Ist das eine alte Zahnbürste? Eine Quizkarte, sehr gut. Da hätten wir gleich schon mal wieder eine. Dave Grossman begann seine Arbeit bei Lucasfilm Games im Jahr... Okay, Monkey Island kam 1990 raus.
damals haben Spiele noch nicht so lange gedauert, ha? Ha, der wird schon 88 angefangen haben. Nein? Na gut, okay, keine Ahnung. Ich habe ihn selbst geschnitzt. Ja, aber durch das Fenster komme ich immer noch nicht rein. Hat er was gesagt, dass ich das bestimmt schon mit dem Messer probiert? Ich will mein brandneues, glänzendes Messer nicht kaputt machen. Und mit dem Mob-Stil geht's auch nicht, natürlich. Schlüssel für Gefängniszelle und Vitrine. Nee, wüsste ich jetzt nicht, wie man da reinkommen könnte. Gib mir mehr Quizkarten. Wo sind weitere Quizkarten? Okay. Also, wir bleiben dabei. Hier lässt sich nichts tun. Ich gucke nochmal im Museum vorbei. Ich frage einfach den Typ nochmal, ob er was zur Augenklappe zu sagen hat. Moment, das hier habe ich doch schon alles angeschaut, oder? Ja, da dürfte nichts Neues dabei sein. Oh, hallo. Ich habe eine schlechte Nachricht. Jemand hat John Laneys Augenklappe gestohlen. Nein. Manche Menschen haben keinen Respekt vor Privateigentum. Es muss passiert sein, kurz nachdem Sie gegangen sind. Haben Sie auf dem Weg nach draußen jemanden gesehen? Keine Seele. Okay. Der hat nichts zu sagen. Hier haben wir aber eine Quizkarte. Was mag Guybrush überhaupt nicht? Also jeder mag doch Pinguine. Pilze, Drehleiern, Sand. In welchem Spiel wird das denn gesagt, dass er das nicht mag? Keinen Sand, das war Anakin Skywalker. Pinguine mag jeder. Drehleiern, Pilze. Pilze könnte ich mir vorstellen. Ja, natürlich, sehr gut. Okay, sonst ist hier aber überhaupt nichts. Kreuzworträtsel? Nein, tatsächlich nicht. Ich arbeite an der Akquise von Kunden. Das Museum hat jetzt kein Herzstück mehr, weil irgendjemand mit meinen Augenklappe abgehauen ist. Ich weiß nicht, wie die Person an dem Wachpapagei vorbeigekommen ist, aber ich werde die Sicherheitsvorkehrung sofort verstärken. Gute Idee. Okay, der hat aber nichts mehr zu John Laney zu sagen. Ich kenne es natürlich hier. Die Augen. Oh, Moment mal. Warum haben Sie dieses große Zahnrad? Es ist von der Millie Turmuhr. Sie wurde vor fast 75 Jahren bei einem Piratenüberfall gestohlen. Und vor kurzem in einem Gasthaus auf St. Martin gefunden, wo sie zum Mahlen von Getreide verwendet wurde. Ich habe ein paar alte Möbel aus dem Hinterzimmer dafür eingetauscht. Hat mal irgendjemand daran gedacht, es wieder in die Uhr einzubauen? Nee. Wenn die Uhr wieder funktionieren würde, würde das die Leute nur verwirren. Das stimmt. Wenn ich jetzt seinen ganzen Kram habe ich hier schon befragt. Das wird mich jetzt wohl kaum weiterbringen. Museum für Piratenkunde. Aber ich wüsste dann auch nicht, wo ich jetzt gerade weitere Mob-Zutaten auftreibe. Wo waren wir denn doch nicht? Ich meine, hier gibt es ja auch keine Locations mehr, wo ich noch hin kann. Also räumen wir das einfach nochmal von hinten auf. Hier gab es eine Zwischensequenz im Haus der Gouverneurin. Die haben wir noch gar nicht untersucht. Oder das Haus haben wir noch nicht untersucht, seitdem die Sequenz passiert ist. Vielleicht hat sich hier ja was verändert. Eine Quizkarte vielleicht? Scharf. Sie ist noch da. Es ist eine Menge Arbeit, Gouverneurin zu sein. Die Bücher? Ja, das John Laney war doch hier auch irgendwo. Aber ich darf das jetzt wahrscheinlich nicht nehmen. Ich muss erst das Buch zurückgeben, das ich ausgeliehen habe. Genau. Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Okay, also sieht so aus, als hätte sich hier auch nichts verändert und ich könnte nichts Neues tun. Da ist eine Quizkarte.
Wer hat in Monkey Island 2 ein Glasbodenboot? Also das sind die einfachen Fragen, weil Monkey Island 2 kenne ich sehr gut und das ist Kate Capsize mit ihren Bootstouren. Okay, wir haben noch die ganzen Graffitis, die habe ich noch nicht so wirklich habe ich mir noch nicht erschlossen, würde ich sagen. Hallo. Hallo. Kisten und Zeug. Gab es irgendwas, was ich als Mob-Kopf hätte gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Am Ende der Planke. Es gehörte meiner Mutter. Bitte nicht anfassen. Wie viel für den Angelköder? Er ist nicht zu verkaufen, das ist ein Schlosserladen. Vielleicht haben Sie das Schild draußen gesehen. Hier habe ich eigentlich auch schon alles angeschaut. Hallo nochmal. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Und eine Seriennummer habe ich auch nicht mehr. Hey, Junge! Stan. Na, für den brauchen wir die Zahnbürste. Ich meine, ich kann ihn nochmal... Oh. Wenigstens hat dieses Gefängnis zwei Lampen. Ich kann nochmal fragen. Hey, Stan! Hallo, mein Junge! Ich war in der Werft. Dein Büro ist zugenagelt. Vermutlich ist deine Zahnbürste darin versiegelt. Nun, dann zerbrich dir nicht den Kopf darüber, mein Junge. Ich habe einen toten Tausendfüßler in der Ecke gefunden. Das sollte reichen, bis sie mich rauslassen. Bis später. Yep! Ein Ratschlag, Junge. Halte dich an die engen Straßen. Okay, also ich habe keine Ahnung. Die alte Dame? Wenn sie kurz davor sind, es zu finden, sind sie plötzlich weg. Dunkle Gasse. Nur für Angestellte. Sie scheint zu klemmen. Kann ich die Tür irgendwie aufhebeln? Ich bin nicht gut darin, Dinge zu manipulieren. Was mache ich mit dem verdammten Bild? Es ist zerrissen und hässlich, aber auf seltsame Weise fesselnd. Warum habe ich dieses Bild... Oh, Quizkarte. Welche dieser Personen wurde nicht von einer riesigen Seekuh verschluckt? Oh mein Gott. Ah, das ist auch ein Spiel, das ich nicht mehr so richtig im Kopf habe. Das ist der fünfte Teil, meine ich. Riesige Seekuh, puh. War Murray mit drin garantiert. Morgan Le Fay kommt mir irgendwie bekannt vor. Die anderen beiden sagen mir gar nichts. Ich probiere es mit Coronado de Cava. Nope. Ich kann nochmal beim Maps and More nachfragen. Hier gibt es ja auch einen Haufen Zeug. Hey Wally, was ist in diesen Kisten? Karten! Wen überrascht's? Hey Wally. Es ist schön zu sehen, dass du nach all den Jahren wieder auf die Beine gekommen bist. Das Geschäft boomt mit all den neuen Piraten der dunklen Magie. Captain Madison hat mir einen lukrativen Auftrag erteilt. Sie zahlt extra für einen Haufen verrückter Symbole, die ich mir ausdenke. Ich überlasse dich wieder dem Kartomachografieren. Das ist kein richtiges Wort. Aha. Schau meinen Stock. Nein. Aber hier nimmt das auch sofort wieder ab. Am Dock hat das nicht wieder abgenommen. Brauche ich noch was Magisches für die Augenklappe? Doch alles leer hier. Quizkarte. In welchem Raum bewegt sich der Boden ständig? Das ist nicht die Monkey Island Klippe. Die Scumbar-Küche? Warum soll sich da der Boden bewegen? Nur die Planke, wenn man drüber läuft. LeChucks Kabine oder der Ausguck? Was?
In Chucks Kabine bewegt sich der Boden ständig? Man, das ist auf dem Schiff, aber... Warum soll ich sich ja am Boden bewegen? Ha! Chucks Kabine? Vielleicht. Nicht in meiner Erinnerung auf jeden Fall, aber vielleicht. Kannst du die Augenklappe von John Wayne für mich aufladen? Ja, das war's, was uns fehlt. Voodoo-Magie. Ah, die berühmte Augenklappe von John Laney. Wie ich vermutet habe, ist die Magie schon lange verflogen. Gut, toll. Also kannst du sie wieder aufladen? Das kann ich. Wenn? Wenn? Wenn du mir noch eine Sache bringst. Einen besonderen Talisman. Natürlich. Von großer Macht. Und das hättest du mir nicht früher sagen können? Das hätte ich. Du musst mir den Biss der 1000 Nadeln bringen. Dann werde ich deine Augenklappe wieder aufladen. Der Biss der 1000 Nadeln? Kannst du etwas genauer sein? Nein. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bis der 1000 Nadeln, wo soll ich die jetzt herkriegen? Was? Bis der 1000 Nadeln. Okay. Bis der 1000 Nadeln. Wadis Mobson Moore hat keine 1000 Nadeln. Schlüsselmeisterin? Nicht, dass ich wüsste. Bis der 1000 Nadeln. Ich gehe gerade noch mal kurz in die Scumbar. Denn ich kann hier ja immer noch einen Mob mitnehmen. Ich möchte mal dem Koch noch das Bild zeigen, was der dazu zu sagen hat. Plus, ich denke immer noch, dass ich mehr Sachen ins Feuer werfen muss. Kann ihm das nicht geben. Bis der 1000 Nadeln. Ich erinnere mich an diesen Gestank, als wäre es gestern gewesen. Immer verwirrt, was Backen und Braten angeht. Schau dir den Mobstiel an, den ich geschnitzt habe. Dafür habe ich nur einen Baum gebraucht. Du hast den Baum gefunden. Gut, dass du nur einen Ast genommen hast. Es ist der letzte Mobbaum auf der Insel. Sehr, sehr selten. Nun, das scheint nicht einmal möglich zu sein. Ups, naja, geht wahrscheinlich. Okay, und das Bild kann ich ihm auch nicht zeigen. Nee, okay. Es ist ein klassischer, eleganter Mob, aus dem ein Splitter herausgeschnitten wurde. Kommen wir den Mob hier raus. Ich kann den Mob mit nichts kombinieren. Ich kann ihn nicht kaputt machen. Korrekt. Ja, sieht so aus. Es ist der alte Mob des Kochs, aus dem ein Stück herausgeschnitten wurde. Hier kann ich halt einfach nichts machen damit. Und sobald ich rausgehe, wird er mich erwischen. Hi, Cobb. Du schon wieder. Ich kenne dich. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, ja. Mich jetzt die Augenklappe. Achso, nee. Achso, die Augenklappe hat jetzt sowieso die Voodoo Lady. Na gut, okay. Koch. Erwischt mich wieder. Hände weg von meinem Mob. Das ist eine Quizkarte. Nein. Lag das schon immer da? Koch erwischt mich, nimmt mir das Ding wieder ab. Kann man nichts machen. Bis der 1000 Nadeln. Gerade noch mal die Docks kontrollieren. Hinten in den Kisten. Man kann übermalt sieht aus, als würde dies eine kein Parken von dämonischen, geisterhaften oder untoten Fahrzeugen oder... Ja, okay. Nee, hier ist überhaupt nichts. Bis der 1000 Nadeln. Okay, 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 okay.
Hallo nochmal. Ich denke darüber nach, doch an LeChucks Expedition teilzunehmen. Es freut mich zu hören, dass du dich entschlossen hast, die Dinge in Ordnung zu bringen. Er will mich nicht auf dem Schiff haben. Ich stehe auf der schwarzen Liste. Ich muss mich verkleiden. Diese Shakespeare-Komödien schreiben sich einfach von selbst. Siehst du da draußen etwas Interessantes? Veränderung. Die Zukunft. Sind das die Namen von Schiffen? Ich kann nur offenes Wasser sehen. So habe ich meinen grauen Star getauft. Ah. Okay, also mit dem Kerl kann ich auch nichts anfangen. Die niedliche kleine Eule. Du bist kein Kopf für meinen Mob-Eule. Nee. Das wäre auch zu seltsam selbst für dieses Spiel. Tja. Ich meine, bis der 1000 Nadeln, vielleicht weiß das Museum was drüber, ne? Könnte man ja mal nachfragen. Sie sehen beschäftigt aus. Das bin ich. Okay, der weiß schon mal nichts. Geschmolzene Krüge. Ich meine, hier haben wir wirklich alles angeschaut. Das kann eigentlich nicht sein, dass es hier rumliegt. Was ist die Bedeutung des Holzbeins? Das gehörte der berüchtigten Peckleck Paddy. Darin versteckte sie ein Ersatzmesser für den Fall einer Gefangennahme. Leider ist das der Grund, warum sie nicht mehr unter uns weilt. Na gut. Quizkarte? Oh, keine Quizkarte. So, ich meine, im Wald war ich ausreichend. Brauche ich nicht nochmal reingehen. Ich kann auch direkt zu dem... Nee, kann nicht direkt zu dem... Achso, es ist Waldeingang und Museum. Puh. Hat mal ein Ding gefunden und schon weiß man nicht mehr, wo man hin soll. Ich frag nochmal hier nach. Ende der Planke. Dann habe ich das nicht auch irgendwo gesehen. Große Buch der Schatzkarten, ja. Ich muss erst das Buch zurückgeben, das ich ausgeliehen habe. Ich müsste eigentlich vom Koch das Buch zurückholen. Damit ich hier wieder was Neues ausleihen kann, was mir weiterhilft. Bis der 1000 Nadeln. Hallo, Mr. Brush. Hallo. 1000 Nadeln. 1000 Schlüssel? Na. Ich sehe eine Halbinsel, die in kleine Inseln ausläuft, aber kein X markiert die Stelle. Es ist Südflorida. Ich habe dort Familie. Richtig, richtig, so war das. Nee, also hier sehe ich auch nicht, wie ich hier einen Biss der 1000 Nadeln finden würde. Oh, ich stecke fest. Oh, hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert und sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Hallo, junge Dame. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Puh. Eigentlich wollte ich ja jetzt nicht direkt Hinweise nehmen. Ah, das könnt ihr mir mehr in die Kommentare schreiben. Wie steht ihr denn dazu, dass ich mir Hinweise hole, wenn ich hänge? Ich meine, ich würde gerne so ein bisschen selber was rausfinden, aber wenn ich zu lange hänge, könnte ich natürlich auch mal so einen Hinweis anschauen und gucken, ob die was taugen. Die Immobilie wurde im Auftrag von Madison Enterprise. Es ist Elaines Flugblatt darüber, wie Limetten Skorbut bekämpfen. Es ist wichtig, aber langweilig. Ich habe es nicht einmal bis zum Ende geschafft. Okay, ich frage nochmal Wally. Wally kennt sich mit Karten aus. Wally kennt sich vielleicht auch mit seltenen Artefakten aus. Also, der Späher ist immer noch am Start. Jau! Wow, was für ein Dialog. Wally, kann ich eine von diesen Karten haben? Absolut, wenn du dafür bezahlst. Schon gut. Stachelige Karte, 1000 Nadeln. Das sieht nach einer tückischen Reise aus. Da steht Bewertung, verfluchter schwarzer Diamant.
Monster, Labyrinthe. Puh, also ich werde jetzt nicht nochmal alle Karten hier drin durchprobieren. Ich glaube nicht, dass da tatsächlich eine wichtige dabei ist. Und wenn doch, dann ist es einfach schlecht gemacht, dass man hier drauf kommen müsste, welche richtig ist. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Was für eine Person malt einfach so auf eine Wand? Das Graffiti ist noch mysteriös. Die haben auch alle so einen Punkt. Aber deuten kann ich es noch nicht. Sonst fällt mir gerade nichts ein. Am ehesten ist also mein aktueller Versuch hier in der Scumbar zu finden. Mehr wüsste ich jetzt nicht, jetzt da mit dem Mob zu hantieren. Ich nehme jetzt mal so einen Tipp als letzte Aktion der Episode. Einen Mob habe ich ja. Beziehungsweise, ja, ich habe ich noch nicht. Ich habe einen Mobstock. Wo finde ich den Biss der Tausend an? Soll ich es fragen? Ja, das ist die erste Frage. Ich frage mal. Ich teste mal. Ich brauche einen Mobkopf. Ist auf deiner Reise etwas gesehen, das als Mobkopf verwendet werden könnte? Ja, ich meine, ich habe einen Mob gesehen von dem Koch. Den könnte ich als Mobkopf nutzen, wenn er mich den kaputt machen lässt. Lässt er mich aber nicht. Irgendwas anderes, was mir einfällt, was als Mobkopf taugen würde? In der Stadt und auf Mealy Island. Ja, danke. Es ist ja einfach alles, wo wir momentan hin können. Schnüre, Spielzeug, Schwämme und Schrumpfköpfe. Bei der Voodoo Lady? Bei der Voodoo Lady? Es ist ein ungewöhnlicher Tresor mit 5 Schlüssellöchern. Der Tresor steht leider nicht zum Verkauf. Moment mal, die Tresor, habe ich den schon ausprobiert? Wie viel kostet der Tresor? Er steht zu keinem Preis zum Verkauf. Wie ich schon sagte, er wurde mir zur Aufbewahrung gegeben. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Na ja gut, ich meine, Schlüssel können wir machen. Kann ich die Seriennummern davon lesen? Schnörkel sind schön, aber hier sind keine Zahlen. Grün, halber Preis. Blau, die Hälfte des halben Preises. Gelb, die Hälfte der Hälfte des halben Preises. Orange, was ist orange und liegt in der Mülltonne? Eine Abfallsine. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. So überhaupt nicht. Aber offensichtlich müssen wir den knacken irgendwie. Und war der kleine Kopf hier schon immer da? Es ist ein gruseliger Schrumpfkopf mit langen, strähnigen Haaren. Konnte ich den schon immer mitnehmen? Diesen ekelhaften Schrumpfkopf. Das ist mein letzter. Ein echtes Schnäppchen. Absurd. Wie konnte ich das übersehen? Ja, okay. Ich habe einen Mob gemacht. Also das Problem war einfach, das Item zu finden. Aber habe ich das wirklich übersehen die ganze Zeit? Irgendwie dachte ich, ich habe hier alles durchsucht. Anscheinend wohl nicht. Naja, also die offensichtlichsten Dinge übersieht man immer, ne? Das geht mir sowieso generell so. Dinge anklicken ist nicht so meine Stärke. Besonders wenn es hier so viele nutzlose Sachen gibt. Okay, das heißt, der Tipp hat wunderbar geholfen. Und die 1000 Nadeln, die suchen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann!